Jesus steht im Taufwasser, die väterliche Stimme spricht vom geliebten Sohn und der Heilige Geist erscheint in Form einer Taube. Ist der Heilige Geist wirklich Gott? Ja, weil die Bibel diese Gleichsetzung auch kennt. Sehen wir uns zwei Texte dazu an. Apostelgeschichte 5, 3 bis 4. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Eindeutig werden hier Gott und Heiliger Geist gleichgesetzt. Noch dazu wird hier angedeutet, dass der Heilige Geist eine Person sein muss, weil man eine unpersönliche Kraft, wie zum Beispiel die Gravitationskraft, nicht belügen kann. Der zweite Text, Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da der Heilige Geist hier neben Vater und Sohn genannt ist, müssen wir schlussfolgern, dass alle drei auf der gleichen Stufe nebeneinander stehen und göttliche Wesen sind. Ist der Heilige Geist eine Kraft oder eine Person? Auch zu dieser Frage zwei Bibeltexte. Lukas 4,14: Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Angenommen, der Heilige Geist wäre nur eine Kraft, dann könnte ich ja den Begriff Kraft für Geist in diesem Text einsetzen. Das klänge dann so: Und Jesus kehrte in der Kraft nach Galiläa zurück. Das macht natürlich keinen Sinn. Der zweite Text, 1. Korinther 12, Vers 11, und da geht es um die Geistesgaben. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Einen eigenen Willen zu haben, heißt ja, eine eigene Persönlichkeit zu besitzen. Also von diesen und etlichen anderen Texten leite ich ab, dass wir uns den Heiligen Geist ganz sicher personenhaft vorstellen müssen. Wenn der Heilige Geist Gott ist, sollten wir dann zu ihm beten? Im Vater unser ermutigt uns Jesus, zum Vater zu beten. Matthäus 6, Vers 6. In Johannes 14, Vers 13 sagt Jesus, dass wir in seinem Namen beten sollen. So gesehen ist es nicht überraschend, dass wir zumeist zu Gott Vater oder zu Jesus Christus beten. In der Bibel findet sich kein Aufruf, auch den Heiligen Geist anzubeten. Wenn aber alle drei gleichwertig nebeneinander stehen, sagt uns die Logik, dass wir auch den Heiligen Geist anbeten dürfen. Ellen White spricht einmal vom zukünftigen Himmel und formuliert dann so: Und dann werden die goldenen Harfen berührt und die Musik durchdringt die ganze himmlische Schar und sie fallen nieder und beten den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist an. Offensichtlich empfand sie es als ganz natürlich, alle drei Personen der Gottheit anzubeten. Ist der Heilige Geist ein eigenständiges Wesen oder nur Teil des Vaters oder Sohns? Im Taufbefehl stehen Vater, Sohn und Heiliger Geist als offensichtlich eigenständige Personen nebeneinander. Wenn der Heilige Geist Teil vom Vater oder vom Sohn wäre, dann würde die Erwähnung des Geistes eine unnötige Verdoppelung darstellen. Denken wir auch an das, was Jesus einmal sagte. Die Sünde gegen Jesus wird vergeben, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Das heißt aber auch, dass Jesus und der Heilige Geist definitiv zwei völlig getrennte Personen sein müssen. Auch bei der Taufe Jesu wird klar, dass es drei unterschiedliche Personen sind. Jesus steht im Taufwasser, die väterliche Stimme spricht vom geliebten Sohn und der Heilige Geist erscheint in Form einer Taube. Also, eindeutig ja, der Heilige Geist ist eine eigenständige Person. In der Offenbarung werden der Vater und Sohn in Form des Lammes angebetet. Was ist mit dem Heiligen Geist?
Natürlich steht das Lamm, also Jesus, im Mittelpunkt. Allerdings wird auch der Heilige Geist erwähnt, Offenbarung 1, 4 und 5. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus. Wir können das nur als Hinweis auf die Trinität deuten. Auch in Offenbarung 4, Vers 5 werden die sieben Geister Gottes erwähnt, was auch wieder eine Anspielung auf den Heiligen Geist ist. Welche Rolle spielt der Heilige Geist in der Bibel? Gleich am Anfang im Schöpfungsbericht taucht der Heilige Geist das erste Mal auf und schwebt dort über dem Wasser. Grundsätzlich ist der Heilige Geist der Teil der Gottheit, der Menschen zur Bekehrung führt. Oder wie Paulus in Römer 8 sagt, bezeugt der Heilige Geist unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und bei der Taufe wird er jedem neuen Christen versprochen, Apostelgeschichte 2,38. Besteht ein Unterschied zwischen Heiliger Geist und Geist Gottes? Nein, das sind zwei unterschiedliche Bezeichnungen für die gleiche Person. Was bedeutet es eigentlich, dass die dritte Person der Gottheit Geist genannt wird? Im Neuen Testament wird das Wort Pneuma verwendet. Dieser Begriff kann, je nach Zusammenhang, Unterschiedliches bedeuten. Der Kontext entscheidet, welche Bedeutung der Ausdruck annimmt. Welche Bedeutungen gibt es also? Erstens, das kann Wind heißen. Denken wir an die Geschichte von Nikodemus in Johannes 3. Zweitens, der Geist als Teil des Menschen, der aus Leib, Seele und Geist besteht. Mit unserem Geist nehmen wir Kontakt mit Gott auf. Da gehören Anbetung und das Gewissen dazu. Drittens, das sind auch die bösen Geister, das sind die Dämonen. Und viertens, der Heilige Geist als Teil dieser Trinität. Die Punkte 3 und 4 zeigen indirekt, dass so wie die bösen Geister eigenständige Wesen sind, auch der Heilige Geist durchaus eine für sich selbstständige Person sein muss.